Sansa? Keinen Plan mehr, was ich noch machen kann. Geht schon gut los. Okay, sofort ein Geschoss. Und noch eins. Hier taugt's mir. Ja, was ist denn das da? Schon komisch aus da unter mir. Ja, sicher. Bin ja verrückt, dass ich wieder in den Bereich gehe. Geht schon gut los. Wieso habe ich mich immer so viel geärgert? Die Hunde. Die Tentakelhunde, wenn ich immer das Schwert einsetzen hätte können, die ganze Zeit. Da ist man schon auf Tipps aus der Community angewiesen manchmal. Sonst hat man da wirklich keine Chance. So, jetzt dank den Tipps vom Panorama. Ohne Panorama 91 wären wir da noch sehr, sehr aufgeschmissen. Ich habe den Ausweichknopf gedrückt. Du machst mich wahnsinnig. So ein gutes Gameplay. Wirklich fast makelloses Gameplay. Hin und wieder. Das ist dann so Ausreißer. Ich möchte sagen, warum? In dem Bereich war ich schon ewig nicht mehr. Das ist schon so lang her. Das einzige, was ich noch nicht weiß, zumindest eins von den aktuellen Dingen, die ich noch nicht weiß, wie ich die Sachen holen, die im Wasser sind. Wie? Ja, das hilft mir nichts. Das Item nicht das entsprechende. Hätte ich nur den Enterhaken endlich. In welchem Biom liegt der wohl? Das ist meistens mein Ausgang, wenn, bis jetzt, wenn ich vom Schiff gekommen bin. Geht gut los. Geht super gut los. Was ist da? Der Tentakel. Ja, super, ist schnell gegangen. Na.
Aha, so lange dauert das noch. Den zweiten Boss brauche ich noch bis zum Greifhakenarm. Ich bin am Verzweifeln, ich bin zu dumm für das Spiel. Na, leider, noch nie. Ich habe nur Demon's Souls bis jetzt für die PlayStation 5 Minuten lang eingelegt gehabt in der Konsole, aber eben auch so ein Prinzip. Was ich weiß, dass man da permanent, wenn man stirbt, von vorne fängt. Was ich so gehört habe. Weil das Gameplay von Returnals besser sein soll bis jetzt. Und mehr springen. Ich habe halt immer Angst, dass ich in der Luft, wenn ich springe, dann nicht mehr ausweichen kann vor einem Treffer, aber das stimmt eigentlich eh. Mehr springen ist sicher super. Ah, da geht's wieder runter. Ich hoffe nicht in so einem Bereich mit Eier. Das sind die lästigsten Bereiche. Mal wieder mit dem Elf-Aktions-Blödsinn. Jetzt wo ich so wenig Obolin hab, kann ich das noch riskieren. Was hast du für mich? Das Kühlmittel fürs alternative Feuer. Und drauf. Ey, ich hab überleidest Schaden durch Überladung. Ist nichts, was man sich wünscht. Nee, ist schon so leicht schon. Ist das das Dodgen, was du meinst? Das. Oder was? Das, wo man kurz unverwundbar ist. Hast du das so? Mir extra nicht so viel spoilern lassen. Und den Dackel von mir auf. Ah, geht sie nicht aus. Schade. Ist nicht weit. Ist zu weit. Ist wahrscheinlich auch zu weit, ja. Die Gegner sind wirklich übel in dem Spiel. Das ist das, was ich am wenigsten mag. Okay, so nennt man das also. Ich bin nur froh, dass mir das Spiel nach wie vor Spaß macht. Wenn der Spaß dann auch weg ist. Blaster, haben wir gesagt, dass der nichts Gescheites ist. Jetzt kann ich es eh riskieren. Auch. Ja, da hätte man wenigstens einen Karabiner drinnen. Aber ihn jetzt ziemlich geschwächt bin wegen die Fehlfunktionen, ist mir jetzt momentan wirklich wurscht.
Ich muss mir das. Ich möchte mir einfach mal ein paar Items anschauen. Alle Items kennenlernen. Gegenstände, die ganzen Parasiten. Dann weiß ich über das ganze Umherum in der Welt auch besser Bescheid. Dort sagt es mir. Okay. Jetzt Robi teleportiert wahrscheinlich wieder. Das mache ich nicht mehr hektisch. Hektisch bin ich schon zweimal in den Abgrund gestürzt durch die Aktionen. Na, da geht's einen besseren Karabiner. Ist aktiv. Okay. Nö. Nicht schon wieder. Glück, das war reines Glück. Reines Glück. Und jetzt kommt wieder der große Herbert mit seinen Tentakel. Ciao. Ja, Lausi Wolf, begrüße. Für die Haube ist es heute zu warm, viel zu warm. Und wenn ich mit Brille vorm Bildschirm sitze, dann stört die Haube noch mehr. Ich weiß, du bist ein riesengroßer Fan von der Haube, so wie alle anderen auch. Aber heute leider nichts mit Markenzeichen. Leider. Leider, leider. Schlüssel vom Boss. Mir hat schon viel geärgert, Lausi. Spiel so schwer ist. Viel Frust, aber es ist. Noch ist es okay. Ich krieg gute Tipps. Mein neuen Zuschauer in Panorama, der ist. Experte, Returnal-Experte. Der hat mir schon wertvolle Tipps gegeben. Ohne die ich viel schlechter dastehen würde. So, jetzt bin ich da jetzt. Bin jetzt. Aha. Okay. Jetzt habe ich meinen Anzug unversehrt erhöht. Jetzt ist der Bereich gefüllt. Und jetzt kann ich den noch und noch ein bisschen erhöhen, nehme ich an. Habe ich einen Schlüssel? Habe ich einen Schlüssel? Ja. Ich stehe mal auf. Hey, was ist denn da? Cooles. Was Gott? Ah, das ist das. So. Das stellen wir her. Okay, und die Fehlfunktionen sind auch weg. Der Run ist bis jetzt eh ganz okay, muss man echt sagen. Ich kann ja jederzeit wieder zurück, oder? Ich habe nicht gewusst, dass ich da jetzt eine fixe Reihenfolge einhalten muss. Also wenn ich was überspringe, dann ist es nicht automatisch so, dass ich dann drauf vergessen habe. Keine Sorge. Möchte mir gerne mal alles anschauen vorher. Was ist das? Hm.
Das Ergebnis ist unbekannt. Ja, mein Gott. Es ist nur ein Spiel. Das ist schon ein Baum hinter mich gebracht. Und was kriege ich heute? Etwas Neues. Was ich noch nicht kenne. Wundensucher. Okay. Mhm. Das stimmt, Lausiwolf. Du hast recht. Gut. Jetzt muss ich nur kurz auf die Map schauen. Rechts zurück. Und dann, wie wenn ich einen Translokator benutze, mich zu dem Raum bewegen. Ja. Und dann erst zum nächsten Story-Raum. Boah, nein, 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 nein. Bin so mies. Bin ich scheiße. Gut. Aber Vorschritte. Was hast du heute für mich? Den Blaster, den lassen wir liegen. Storyraum, wo ist der nächste Translokator? Voraus, okay. Welchen Geheimraum meinst du? Panorama. Kein Translokator. Ist sonst wieder keinen Translokator aktiviert? Scherz, oder? Da, wo die Flammen von oben kamen. Wo ist der Geheimraum? Da wäre die Geheimraum eh erledigt, oder? Ah, das ist der Raum. Wo ist der Dreiecksraum? Der Raum. Das ist noch ein Start, wenn wir da oben. Super. Und noch eine. Ui, da hakelt es obolit. Okay. Da sind die Flammen von oben, okay. Und da ist ein Geheimraum. Welcher Geheimraum? Oh, nö. Oh je. Oh je. Jetzt hätte ich die gebraucht. Das Gebiet ist so nutzlos. Geheimraum. Ich kenne doch keinen Geheimraum. Hey, was meint er jetzt mit Geheimraum? Panorama. Ich weiß den Geheimraum nicht. Ich weiß nur, dass ich den nicht beschädigen kann. Und das habe ich aktiviert. Da war ein bisschen was kaputt. Ich hoffe, der Panorama sagt uns dann, wo der Geheimraum ist. Wie Flammen von oben kommen. Wenn er das meint, wie Flammen von oben. Ich weiß jetzt leider sonst kein Geheimraum. Ah, da! Hallihallo! Hopp, 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 oblit, 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 oblit. Oblit, oblit, oblit. Ein bisschen was habe ich geholt. Ja, 107. Hat sich ausgezahlt. Hat sich sehr gelohnt. Donkey Chris. Donkey Chris. 78. Willkommen in meinem Stream. Auf so ein bisschen österreichischer Dialekt und Einschlag ist kein Problem. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen mehr Unversehrtheit vertragen. Vielleicht muss ich irgendwie
Deinem Zyklus, damit du unter Einstellungen Video. Aha, Einstellungen Video. Einstellungen Video. Ich bin bei Einstellungen Video, aber. Ist es da irgendwo dabei? Minimap, Minimap. Okay. Cool. Wahnsinn. Das Spiel ist richtig cool. Wahnsinn, was man da alles aktivieren kann. Aber ich bin noch nicht lange am Leben. Ich stream schon sehr lange, aber ich bin noch nicht lange am Leben. Der Run hat mich schon. Also der Run. Die Session hat mich schon sehr viel Leben gekostet heute. Jetzt die Fledermäuse. Ach, Dracula. Ein bisschen mehr Gesundheit habe ich jetzt. Also ich weiß nicht, danke, ob das so cool ist, 3 Stunden überleben und dann sterben. Aber für die Zuschauer sicher, wenn es mir richtig, richtig fadelt. Wenn mir das passiert, Down ist richtig, richtig Feuer am Dach. Jetzt sterben ist. Würde ich uncool finden. Es ist ein Wahnsinn. Es ist richtig, richtig gut. Gameplay ist Wahnsinn. Aber es kann schon ganz schön frusten. Also es ist. Hin und wieder kommen Momente, wo man sich einfach nur wünscht, dass man gar nicht die PlayStation eingeschalten hätte. Ja, das kann deponieren. Ja, da kommen wir schon wieder. Hallo. Nein! Vielleicht ist immer irgendwo eine gute Waffe dabei. Uns Schaden hat das schon, dafür ist da das Überhitzungslimit ein bisschen niedriger, aber beides ist Level 2 durch ein Leistungslevel. Glaube ich. Ja, die. Mensch. Wie schaut's da aus? Nein. Okay, das war jetzt. Ja, man wird wirklich besser, das stimmt. Vor allem der Tipp mit dem Schwert ist, der ist ja Gold wert. Also ich hab das nicht gecheckt, dass man mit dem Schwert Gegner so schnell ausschalten kann. Das war mir überhaupt nicht klar. Du! Hey! Wieso tut dem
die Spezialattacke nichts. Braucht jetzt 100 auf Heilung. Modul Harz herum Lingo. Ich mag den nicht. Nein! Das war mein Leben, mein zweites, das ich jetzt verschwendet habe. Wieder zu spät. Süchtig, ja. Mir kommt vor, bei jedem Mal, wenn man länger lebt und besser wird, werden die Gegner auch stärker. Dann kommen mehr starke Gegner als schwache. So, wo ist der Schalter? Da. Gibt's das? Jetzt kriege ich keine guten Waffen mehr. Risk it. Ui. Uwe. Schubabklingzeit erhöht. Das ist. Oh. Das kann bitter ausgehen. So, was haben wir da noch? Ich muss auch noch ein bisschen wieder irgendwie rüber. Oder ist das zu hoch? Na, da komme ich auf, glaube ich. Ja, vor allem Bonusraum. Die Räume mag ich am liebsten mit dem Schlüssel. Ja, der Obolit. Manchmal bin ich ein bisschen im Zwiespalt, ob Obolit so wertvoll ist wie Fehlfunktionen. Weil wenn es eine richtig heftige Fehlfunktion erwischt, ist es nicht so. Und Vorteil, komm ich da auf? Nee. Es gibt schon heftige Fehlfunktionen auch. Muss man schon sagen. Also auf die stärkeren Gegner war das bezogen. Okay. Der ist aber eh so wütend. Also der größere Gegner da. Das sind bis jetzt die schlimmsten Gegner. Abgesehen vom Boss, der ich so gestoßen bin. Ich glaube, dass ich da schon alle hab. Mit dem Biom gibt es, glaube ich, nicht mehr. So kenne ich wenigstens noch drei alle Gegenstände. Und ich glaube, ich habe da jetzt bei meiner Ausrüstung das für die Abklingzeit, gell? Ja. Die größte Frage, die ich mir stelle, ist, wann ist man bereit für einen Boss? Das ist die riesengroße Frage. Ob man wirklich sagen kann, so, jetzt. Jetzt geh ich zum Boss, jetzt tritt ich gegen den Boss an. Nö, das ist wieder das, wo ich einen Haken brauche. Meino. Oh Gott, das ist wieder aktiv. Leuchten da irgendwelche Augen? Nein. Ja, da leuchten Augen.
Es regnet. Obwohl, super. Bin wieder aktiv. Es ist immer ein bisschen anders. Manchmal ist da was. Heute nicht. Oh Gott, erst zwei Äther. Wenn ich jetzt schon mehr Äther hätte. Mein zweites Leben habe ich auch verschwendet. Mit dem großen Gegner. Nimm. Oft so die grünen Harze nicht aufgesammelt, weil ich glaubt habe, ich verschwende dadurch. Aber in Wahrheit wird der Gesundheitsbereich ja größer. Klassischer Fehler. Wenn man nicht für Ahnung hat. Führungsraum. Wow. Wie jetzt? Hä? Großraum? Du Gegner? Nö. Oh Gott, nein! Hey! Echt?